Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Alan Wake hier bei Heisenberg Zockt. Mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Die ersten 10 Minuten sind kaputt gegangen, die ich aufgenommen habe. Wir haben aber nicht viel verpasst. Ah, jetzt sind sie weg. Wir sind mit dem Fahrzeug da gestartet, wo wir gestern aufgehört haben. Und hier die Strecke entlang gefahren, haben das Hotelzimmer gefunden von Nightingale, dem FBI-Menschen. Da haben wir aber eigentlich außer Loot und Co. nichts gefunden, sind weitergefahren, sind ein bisschen angegriffen worden. Und jetzt sind wir hier bei dieser Brücke. Also viel verpasst, wie gesagt, nicht. Tut mir trotzdem leid. Hat einfach nicht aufgenommen. Und das Problem hier bei dem Spiel ist, man hat keine Speicherplätze. Also was weg ist, ist dann halt weg. So, fahren können wir nicht mehr. Das sieht man. Wir müssen hier über die Brücke. Das ist ein bisschen Unding, dieses keine Speicherplätze haben. Das gefällt mir gar nicht. Man kann dann zum letzten Kontrollpunkt zurück. Aber ich habe es probiert. Der war dann sowieso auch schon wieder hier bei der Brücke. So, ich bin da bei der Brücke angekommen, hab's gemerkt. Hab dann wieder neu gestartet. Nochmal eben letzten Kontrollpunkt laden gemacht und stand wieder am gleichen Ort. So, und jetzt sind wir, wie gesagt, hier. Es geht zum zum Cauldron Lake, wollte ich sagen. Das die letzte Manuskriptseite suchen. Jetzt werden wir hier wahrscheinlich Ärger bekommen mit der Brücke. Mit der Brücke und ihren Kollegen, die drauf stehen, liegen, sitzen, wahlweise. Oh, da kommt noch was. Ah, schlecht. Ach, das Ding lebt noch, okay. Ein bisschen warten. Die Taschenpunzel, die erholt sich ja von alleine auch. Oh, und hier hat es Löcher. Das heißt, auch aufpassen, wo wir lang gehen. Nicht, dass wir hier einfach runterstürzen. So, wie sieht's aus, Taschenlampe? Das müsste noch reichen. Da müssen wir nicht jedes Mal eine neue Batterie einsetzen. Boah, und ja, eben. Hier muss man tatsächlich auch noch extrem darauf achten, dass man nicht runterfällt. Jo! Oh, rüber. Oh, und dann kommt hier so ein Dingens. Oh, und noch so ein Dingens. Sag mal. Und du kommst von hinten gleich nochmal. Oh, echt. So. Okay. Ich habe Angst, dass unter uns was wegbricht. Vorhin sah es fast so aus, als würde das Gitter unter uns... Ja, genau sowas. Boah. Das ist ja schon, nennen wir es mal, crazy. Und gleich kommt der Bagger daher. Ich sehe es kommen. Irgendwas. Oh. Okay, das andere Ding ist, glaube ich, runtergefallen. Das ist das Beste, was das Ding tun konnte. Nee, da hängt's. Da hängt's immer noch. Jetzt haben wir's. Und du, Tonne, was willst du? Auch gleich in die Luft gehen. Oh, da kommen... Jetzt kommt die Brücke daher. Boah! Nicht nur die Brücke. Boah! Mach doch nicht so Sachen. Nun, mach doch nicht so Sachen. Batterie. Boah. Mann, Mann, Mann. Und da ist ein Bagger. Ich wusste es. Ich wusste, dass hier irgendwo ein Bagger ist. Der wird doch gleich wieder irgendwie ein Eigenleben entwickeln. Wenn ich hier in die Nähe komme. Ja. Und jetzt? Den Poltergeisten vorbeikämpfen. Ja, gern doch. Worauf ziele ich hier am besten? Auf die Schaufel? Oh. Ich muss... Ah, ich kann nicht in Deckung gehen hier hin. Ausweichen. Batterien einsetzen. Boah, okay. Ich freue mich auch. Ja, allerdings. Eieieiei. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht noch irgendwo tatsächlich irgendwo in ein Loch reinfalle. Und dann geht es unter der Brücke durch. Beziehungsweise, eben nicht unter der Brücke durch. Habe ich hier noch was verpasst in Sachen Loot? Ich glaube, die Zeit haben wir.
Ja, nicht, dass jetzt hier nochmal jemand kommt. Nein, schade. Da bin ich extra nochmal zurückgegangen und dann sowas. Hm. Da wird mein Entdeckungsdrang dann doch nicht belohnt. Fährt das Ding noch? Oh ja. Dann werden wir das doch glatt mal ein bisschen ausnutzen. Aha, da stehen sie wieder. Okay, die nehmen wir doch glatt so mit, wenn es irgendwie geht. Oh, wo lang? Oh, da kommt ein fremdes Auto sozusagen. Nicht, dass dann unsere Karre den Geist aufgibt. Das wäre dann doch eher ganz schlecht. Muss ich hier hin? Hier hätten wir Licht. Wir gehen hier mal rein. Oh, wow. Okay. Erstmal hier rauf. Das wird einen Grund haben, dass wir hier rauf können. Das ist die alte Weisheit. Ja, okay, eine Leuchtdingens. Ah, nicht, dass der jetzt hier das ganze Haus auseinander nimmt. Das wäre mir dann nicht genehm. Fährt der hier rein? Hier drin steht ja eh nochmal eine Karre. Die könnten wir natürlich auch gebrauchen. Ist hier hinten noch irgendwie was? Nein? Gut, dann werden wir hier mal versuchen, ob wir mit der Karre in den Zweikampf gehen können. Das Licht sollte dem ja nicht so behagen eigentlich. Müssen wir den jagen oder was ist hier das Ziel? Ich versuche mal den kaputt zu kriegen, aber ich glaube dem seine Karre, die ist doch eigentlich fast noch stärker wie unsere. Ich hau mal ab. Da stehen schon wieder die Leute. Aber wie kommen wir denn hier raus? Hier mit einer Kurve, okay. Und dann hier vorne vielleicht nochmal mit einer Kurve. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und da stehen die nächsten von denen. Aber solange wir die einfach überfahren können. Da wäre nochmal ein Auto. Ich versuche es trotzdem mal mit der Karre. Die hat keine... Boah. Die hat keine Anzeige, dass sie kaputt wäre. Boah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, da hat uns das Ding gerade noch erwischt. Los, rüber, 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 rüber. Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Können wir vielleicht den Laster benutzen? Ah, das wäre doch zu schön gewesen. Ich glaube, ich muss nochmal mit der Tasche funzen. Okay. Gespenstische Stille. Aber nur kurz. Aha. Das war dann eher knapp. Können wir hier nicht nochmal die Karre nehmen? Wo ist die? Oh, da hinten kommen die nächsten. Okay, dann doch nicht mit dem Auto. Aber die sind schneller. Und wir dürfen nicht vergessen, nach vorne zu gucken. Wenn von da auch noch was kommt. Sag mal, kriegen wir die noch kaputt oder dann doch nicht? Okay, das hat geklappt. Haben da noch mehr? Ich hoffe mal nicht. Mann, das sieht aus hier wie nach dem Krieg. Aber ist natürlich auch irgendwie fast schon eine gewisse Form von Krieg. Und das ist wohl ein Tunnelzeichen. Das ist genau das, was ich jetzt nicht brauchen kann. Oh, Nachschub. Na, immerhin. Nehmen wir noch. Wir wechseln mal zur Pumpgun. Schrotflinte ist natürlich auch nett, aber Pumpgun ist dann doch für den Nahbereich vielleicht empfehlenswerter. Können wir mit dir fahren? Nein. Oh, Öl. Okay, jetzt müssen wir auf das wieder noch aufpassen. Wenn mal der Boden unter den Füßen nicht wegbricht, dann kommt wieder sowas. Da sind noch Leuchtfackeln. Ja, das kann ja lustig werden, was uns dann da in der Hütte noch erwartet, wenn wir da drin sind.
Ah, ist ja schade. Okay, ich wäre glatt damit gefahren, aber wir haben hier nochmal zwei Möglichkeiten. Ah, da vorne ist... da vorne ist eh wieder zu. Geht auch nicht. Und wie sieht es bei dir aus? Schade. Dann werden wir uns hier nochmal ein bisschen ums Öl kümmern. Das ist zwar irgendwie keine Riesensache. Es hält einen einfach auf. Oh. Ja, klar. Jetzt kommen die wieder. Was sonst? Und gleich mal zu dritt. Schmeißen wir doch mal so ein Dingens. Oh, von hinten kommt er auch noch. Schnell weg. Ah. Oh, oh. Nochmal so ein Ding. Okay, das scheint geklappt zu haben. Aber ohne die Granate wäre das... Das hätte nicht geklappt. Wir waren schon kurz davor, den Geist aufzugeben. Hier hat es wieder so ein Ding, das ich in die Luft jagen hätte können. Aber irgendwie kommen die Teile tatsächlich immer erst, wenn man sie nicht mehr nutzen kann. Halt, da ist noch was. Ach, haben wir schon. Okay. Aber hier ist nochmal mehr Zeugs. Von wo kommst du? Von da. Wir lassen die mal hierher kommen und dann... Also wir schießen jetzt schon mal drauf. Das müsste ein oder zwei erwischt haben, eigentlich. Okay. Oh, hier sind nochmal welche. Oh, lauf, 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 lauf. Oh, das wird zu heftig. Oh. Oh, jetzt hatten wir aber ein Riesenglück. Heieieiei. Ohne die Granate einmal mehr und tschüss. Ach, Revolvermunition haben wir ohne Ende. Okay. Noch mehr. Ja, wir finden... Oh, halt, da ist aber noch eine Leuchtfackel. Haben wir von der auch schon genug? Moment, wenn ich mal richtig hinkäme, wir haben von der auch genug. Na, das ist ja ein lustiges Tunnel hier. Puh. Da ist nochmal so eine Gasflasche. Wir müssen, wenn jetzt nochmal welche kommen, müssen wir die ein bisschen zurücklocken. Die Gasflasche, glaube ich, schon... Ja, genau. Die hat schon eine gewisse Wirkung gezeigt. Oh, schnell sind sie. Zack, den hat es weggebratzt. Das waren aber nicht die letzten. Ah, doch, es waren... Nee, da ist noch einer. Der hängt irgendwie fest, kann das sein? Okay, jetzt hängt er nicht mehr fest. Da vorne ist das Ende des Tunnels. Okay, und Manuskript haben wir da auch noch. Die Spur des Dunkels. Der Grund des Cauldron Lake war ein Friedhof voller Dinge, die der See im Laufe der Zeit gefordert hatte. Das Dunkel beförderte sie in seinem Kielwasser mit hinauf, verteilte den verrotteten Rumpf eines alten Bootes hier und die Reste eines Flugwracks dort. Bäume wurden vor den Einschlägen zerfetzt. Die Erde stöhnte. Das fiel ihm gar nicht auf. Hm. Ja, dieser See, der, sagen wir mal so, der birgt ein Geheimnis, würde ich mal sagen. Oh, fahren. Welch Wohltat. Jetzt haben wir wieder Parkplätze da vorne. Sollen wir noch mal gucken? Irgendwie. Irgendwie möchte ich schon. Andererseits, es ist dunkel. Ich möchte halt im Dunkeln dann doch nicht zu lange hier verweilen. Wir fahren mal. Da haben wir immerhin Licht. Oh, ein Pfeil. Okay, das wollen wir uns dann natürlich ein bisschen genauer ansehen. Hier ist schon mal nichts. Und ich höre ganz interessante Geräusche. Hier ist wieder ein Bagger. Und die Pfeile führen nach hier hinten. Da rumort's doch schon. Da ist die Kiste. Das ist schon mal all das. Oh! Man kann nicht mal in Ruhe looten. Das geht nicht. Oh, Deckung. Nachladen.
Das sind wieder die Stabilen. Oh, Mann. Ist noch hinter uns einer? Nein. Boah, man kriegt hier echt sogar Paranoia mit der Zeit. Wir sind beschädigt. Aber wir heilen ja zum Glück auch automatisch. Haben wir hier... Ne, ich hab's doch fast vermutet. Wir konnten ja nicht in Ruhe gucken, was drin ist. Hier ist nix, nix, nix. Okay. Warum sind wir eigentlich nach hier hinten gegangen? Ja, wegen den Pfeilen. Da brennt's da oben. Da würde ich aber eigentlich glatt nochmal das Fahrzeug nehmen. Ich musste das Tor öffnen. Das sehe ich auch so. Dann können wir Propangas. Wow. Okay, dann können wir nämlich... Ah, da ist noch ein Ding mit dem Fahrzeug rein. Hier haben wir nochmal ein Fahrzeug. Oh, und hier haben wir wieder einen mit einer Sense. So, erstmal weg hier, damit wir das erörtern können. Wer hier alles... Oh, genau, wer hier eben alles zugange ist. Boah. Und das alles, ohne dass wir da die Gasflasche gebraucht hätten. Ich hätte sie gerne benutzt, aber ich kam nicht ran. schusstechnisch. Oh, guck mal, ein alter Bekannter. Den zum Teil haben wir schon länger nicht mehr gefunden. Da geht sogar noch hoch. Möchte ich da rauf? Eigentlich irgendwie, Naja, wir müssen das Tor aufkriegen. Wir gucken, ah, da eben, da hat es so ein Teil. Und das ist eigentlich groß genug, dass es hier nochmal einen Kampf geben könnte. Hehe. Ist hier unten noch was? Nö. Gut, tatsächlich nur Scheibenschießen gewesen. Da draußen. Hier ist auch nichts. Da, Leuchtpistole. Das ist natürlich sehr nett. Sonst noch was? Nein. Hier. Blendgranaten. Auch nett. Und sonst haben wir hier nichts mehr, außer diesem Ding. Dann geht das Tor auf, nehme ich mal an. Wo ist es denn? Da. Oh, ich wollte gerade sagen, höre ich da nicht schon wieder einen von dem? Ah, das war die falsche Knarre. Das war Verschwendung. Definitiv. Hm. Wie sieht's hier aus? Ist hier Ruhe oder kommt hier gleich nochmal einer? Da kommen wir nicht rein. Schade, schade, schade. Müssen wir unser Fahrzeug nehmen oder wir nehmen das hier. Das stand schon mal im Licht. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aha. Da spawnen sie doch schon wieder. Okay. Was wir nicht mit dem Licht kaputt kriegen, überfahren wir einfach mal. Nochmal eine Chance. Und nochmal eine Chance. Heiliges bisschen, wo geht's denn hier hin? Das sieht doch schon wieder nach Arena aus. Oh je, oh je. Ein Bagger. Sonst. Steigen wir mal aus. Oh, da liegen Sachen. Moment, ich hab doch fast gedacht, dass hier noch irgendwas liegen muss. Manuskript. Thomas Saints letzter Tauschversuch. Moment. Zane schnitt ihm das Herz heraus, doch es starb nicht. Das Ding, das Barbaras Gesicht trug, säuselte Nichtigkeiten, Zucker vermischt mit Gift. Er zog den Anzug an und band das Monstrum vom Stuhl los. Das Ding in seinen Armen wehrte sich schwach, aber er hielt es fest. Er trat hinaus vom Pier herab und in das dunkle Wasser. Ein Nadelstich des Lichts, der einem Boden entgegensank, der nie kam. Okay. Eine Leiter. Ich sehe eine Leiter. Da würde ich sagen, die benutzen wir mal. Was da oben wohl Schönes ist? Noch ein Knopf. Aha, ein Generator. Ich bin immer extrem gut bei solchen Quicktime-Spielen, merkt man's? Ja, würde ich glatt nehmen. Ach, da liegt ja noch eine. Und eine Leuchtpistole. Oh, und lauter Zeugs. Okay. Lag das vorher schon da?
Zack, okay, das hätten wir vielleicht mit runtersteigen ein bisschen eleganter lösen können. Ne, ich möchte nicht nochmal hoch. Fahren möchte ich im Moment auch nicht. Ich möchte... Was war das? Ich möchte in Ruhe hier hinten... Ja, okay, da möchte ich vielleicht doch wieder fahren. Ich wurde soeben überredet. Steig ein. Vielleicht können wir ja mit den Scheinwerfern hier auch was machen. Und sonst sind wir hier drin, zumindest halbwegs. Ja, sicher nicht, aber... Oh, ich muss aber erstmal hier rauskommen. Abhauen können wir damit. Wobei, wir kommen hier natürlich nicht mehr raus. Wir sind über die Schanze gesprungen. Das heißt, wir müssen uns dem stellen. Einfach mit dem Licht, anders geht's nicht. Vielleicht kriegen wir das Ding hier auch kaputt mit dem Licht. So, ein bisschen Schwung holen. Oh, und weg. Ob die Karre irgendwann kaputt geht? Ich würde mal behaupten, ja. Die Frage ist nur wann. Man sieht's halt eben nicht. Also es hat halt keine Schadensanzeige im eigentlichen Sinn. Oh, es dampft. Okay. Das ist dann vielleicht doch schon ein Zeichen. Und jetzt steigen wir aus. Das heißt, das Ding ist kaputt. Okay. Ja, ich glaube, da hat die Leuchtpistole definitiv was gebracht. Ist hier noch einer oder haben die sie auch gerade aufgelöst? Ja, damit fahren wir nicht mehr. Oh, so viel zum Thema. Die haben sich dann doch nicht direkt aufgelöst. Noch mehr von euch? Nein. Konnten wir deswegen nicht einsteigen oder? Nee, ist halt tatsächlich kaputt, das Ding. Schade. Und der Kran, der ist wahrscheinlich auch nicht direkt auf unserer Seite. Würde ich mal behaupten. Wo müssen wir eigentlich hin? Nach hier hinten. Aha, da kommen schon die nächsten. Decken. Also Deckung meine ich. Decken. Okay, den haben wir. So, die einzelnen, die gehen eigentlich. Oh, jetzt geht's da hinten auf. Ne, geht nicht auf. Irgendwas passiert aber da hinten. Hier ist nochmal ein Knöpfchen. Alles im Auge behalten. Also spannend ist es ja, das muss ich schon sagen. Aha. Okay, der geht hoch, wir können da unten durch. Aber bevor wir da unten durch können... Genau, kommen nochmal welche. Ich dachte gerade, vielleicht fällt uns das Auto noch auf den Kopf. Ah, wenn ich wenigstens mal den Kopf treffen würde, jetzt. So, jetzt kommen wir aber unten lang. Vielleicht ist jetzt hier hinten mal wieder ein bisschen Ruhe. Wäre doch zu hoffen. Hier haben wir immerhin Licht. Und ein Auto haben wir auch. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. Darunter möchte ich nicht mehr. Nein, das werde ich nicht nochmal machen. Nein, nein, nein. Wir werden gleich ins Auto einsteigen, sobald wir hier geguckt haben. Hier ist nichts mehr. Gut, liebe Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Wir fahren Richtung Cauldron Lake. Mal gucken, ob wir da noch ankommen. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.